Mein Gott. Ja, und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy Nr. 7. Letzte Folge haben wir es endlich geschafft, aus Midgar herauszukommen in einer spektakulären Verfolgungsjagd auf dem Motorrad, haben dann noch einen Boss besiegt, den Motorball, und haben uns natürlich da hinten, wo Midgar ist, der, ja, ich sag mal Dreckhaufen, da hinten, ne, wo es auch das Licht ein bisschen dunkler wird, wenn man da näher rangeht. Ja, sind dann von hier, haben uns da noch ein paar Monster angeguckt in der Region, die ja auch noch hier rumlaufen. Und sind dann hier vor dieses liebliche Städtchen Keim gelaufen, wo uns unsere Truppe, oder wo sich unsere Truppe treffen soll. Zwischen den Folgen ist natürlich ein bisschen was passiert, hatte ich ja Ende letzte Folge gesagt. Und zwar, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir einfach mal mit den Limits an. Ich habe, in weiser Voraussicht schon mal Aerith zweite und dritte Limitstufe erreicht. Das heißt, sie levelt jetzt nur noch in dem Sinne, wir prüfen das mal, leveln jetzt nur noch in dem Sinne, wenn wir die Limits benutzen. Das, ne, heißt, jedes Mal, wenn sie einen hat, benutzt man das und auch, glaube ich, 8 oder 9 Mal kriegen wir das zweite Limit von der jeweiligen Stufe. Hier das Erd-Odem uriert anormale Zustände bei allen Freunden. Da fehlt ein K. Ja? Ja, also kuriert anormale Zustände bei allen Freunden. Ja, ja. Bei wirklich allen. Und dann haben wir hier noch Stufe 3, den Planetenwächter. Eine Truppe wird kurzzeitig unverwundbar. Vielleicht wichtig für übernächste Folge. Mal gucken. Wie habe ich das erreicht? Die Stufe 3 jetzt schon so früh. Klar, die Limits hatte ich ja schon mal, glaube ich, erklärt. Leveln, wenn derjenige, also jetzt hier Beispiel Aerith, ich glaube, bei ihr sind es 80 Gegner. Wenn sie 80 Gegner niedergerungen hat, ging theoretisch ganz schnell. A, da ich eine Speed-Taste hatte und B, Rennen. Ich glaube, ich mal so in meinem Rücken, ne? Da hinten so, diese Region, jetzt genau Mitte Bildschirm, da in meinem Kreis gelaufen, da kommen meist 3 Gegner auf einmal. Und da wir den Matra-Zauber haben, der Feind ist Königin in unseren ersten, ging es quasi mit einem Streich. Es sind nur 8 MP, die verbraucht werden. Man kann von den Wölfen und den Herumtreibern dort, kann man Ether klauen, die MP wieder auffüllen und so weiter und so fort. Also das ging eigentlich recht fix. Dann habe ich hier bei Tifa natürlich noch den Wasserkick, der kam dann auf einmal auch. Prüfen wir einmal ganz kurz, was das ist. Greift ein Gegner an, sehen wir natürlich auch alles nochmal irgendwann, ne? Ansonsten, Cloud hat, glaube ich, nichts weiter. Nee, bei dem ist immer noch alles beim Alten. Was nicht beim Alten ist, ist bei der Materia. Denn ich habe nämlich, glaube ich, brauche es auch, glaube ich, nicht herzeigen, ne? Alle hat schon ein weiteres Level gelevelt. Und ich habe Feuer schon auf die zweite Stufe gebracht. Zweimal sogar. Hier Heilung 2 habe ich nun auch schon. Und Blitz habe ich auch 2 Substanzen schon auf den zweiten Level gebracht. Und einmal Eis auf das zweite Stüflein. Genau. Ja. Das ist also zwischen den Folgen passiert. Ihr seht schon, ich bin Level 20 bis 22 schon. Bisschen was hat sich getan. Genau. Wir wollen diese Folge uns quasi einmal das Flashback angucken von Cloud, was 5 Jahre vorher passiert ist. Die Szenerie ist ja spezifisch oder typisch für Keim. Das Dorf an sich gucken wir. Wir gehen einfach schon mal rein. Gucken wir uns wahrscheinlich in Gänze erst nächste Folge an. Genau. Wenn wir jetzt hier reingehen, es kommt ja jetzt drauf an, ne, welche Truppe wir jetzt gewählt haben. Hier bin ich ja mit den beiden Mädels unterwegs, ne? Wenn wir in das Dorf betreten, sagt Aerith, wir haben Kalm erreicht. Ja, sehr schön. Tifa sagt, die warten alle schon im Gasthaus. Gehen wir, Cloud. Zack, Tür geht auf. Und dann gehen sie rein. Also gut, ich gehe voraus. Stimmt nicht. Tifa ist nämlich vorausgegangen. Ja, und ich habe jetzt nun wirklich nicht alle 6 Kombinationen durchgeackert hier, alle herzuzeigen, denn ich bin der Meinung, dass egal wer jetzt in der Party ist, fast dasselbe sagt, deswegen habe ich jetzt einfach nur ganz kurz mal in Barret und Red hier mit rein, oder beziehungsweise das einmal aufgenommen. Das gucken wir uns mal eben an. Ja, da kommt Barret und Red aus uns heraus. Das muss Keim sein. Hey, ich werde im Gasthaus warten. Beeil dich. Sieh zu, dass du bald hier bist. Sagt Barret und geht rein. Auf geht's, Cloud. Sagt Red. Und dann ist er drin. Jo, so viel dazu.
Ja, das war jetzt die Möglichkeit. Ich denke mal, dass jeder, jetzt hier mit Tifa vielleicht noch bei Barrett dabei gewesen ist, hätte sie genau das gleiche gesagt. Die eben, ne, was wir eben schon gesehen haben. Deswegen, ich habe jetzt nicht alles durch. Das wäre auch wahnsinnig. Bevor wir uns jetzt hier um das nette Dorf Keim kümmern und dort ein wenig rumlaufen, genau, brauchen wir mit den Leuten nicht reden, das machen wir nächste Folge, außer er hier vielleicht. Hey, komm schon, hör mir zu. Hast du was Interessantes zu sagen? Nach mir, ich folge euch quasi nach dem Motto. Der Typ sagt nämlich, wenn wir wieder aus dem Gasthaus rauskommen, was anderes, ich hab's getestet. Ganz wichtig hier, das linke Haus. Da sind zwei, also eine Mutter mit ihrer Tochter drin, die, sag ich mal, relevant fürs Date wieder sind, später im Gold Saucer, deswegen sparen wir uns das auch für nächste Folge auf, denn dazu, beziehungsweise man kriegt ja nur Punkte für diejenigen Leute, wenn sie mit einer Party sind. Wir sind ja gerade allein, deswegen machen wir zuerst das Gasthaus, machen wir zuerst das Flashback. Was ja auch die Folge sehr einnimmt, denke ich jetzt mal, kann sein, dass es ein bisschen länger wird. Sprechen wir hier mit der Dame mit dem Schalter. Mr. Cloud? Ihre Gruppe erwartet Sie im zweiten Stock? Sehr nett. Übrigens auch hier in dem Dörfchen sind eigentlich nur ein paar Schätze zu finden. Wir kriegen aber hier diese Folge keine Gegner, sehen wir zwar welche, allerdings fallen die gerade mal ein bisschen durchs Raster, da wir die eh nicht besiegen. Also, ne, nicht persönlich besiegen, sondern ich meine anders. Deswegen gibt es diese Folge keine Gegner und auch keinen Boss zu sehen. Allerdings wieder ein bisschen was fürs Date. Aber, ja, sehen wir dann alles gleich. Wir gehen die Treppe hoch zu unserer Truppe, die hier schon sehnsüchtig offen wartet. Arisa, Cloud, du kommst spät. Schlimmer gar nicht. Nur direkt reingegangen. Hier, ganz witzig, komme nicht ran. Bin ich zu klein. Tja, irgendwann kommen wir da vielleicht mal ran. Okay. Hey Mann, du kommst spät. Stimmt doch gar nicht. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Schätze, es sind jetzt alle hier. Erzähl uns eine Geschichte. Über Sephiroth und die Krise, in der sich der Planet befindet. Erzähl uns alles. Okay. Tifa fährt sich durchs Haar. Red wackelt mit dem Schwanz. Ich wollte mal wie Sephiroth sein. Also wurde ich Soldier. Nachdem ich bei einigen Einsätzen mit Sephiroth gearbeitet hatte, wurden wir Freunde. Den nennst du einen Freund? Tja, nun. Er ist älter als ich und sprach fast nie über sich selbst. Ich glaube, man könnte uns als Kriegskameraden bezeichnen. Wir vertrauten einander bis eines Tages. Eines Tages? Die Musik ist ausgefadet, ne? Gar nicht mitgekriegt. Nach dem Krieg wurden die Soldier beauftragt, den Widerstand gegen Shinra zu brechen. Das war vor 5 Jahren. Und ich war 16. Es regnet wirklich in Strömen. Hey, wie geht's? Lass mich in Ruhe. Alles in Ordnung. Ich weiß nicht. Ich war noch nie seekrank. Alles klar? Hey. Beruhig dich. Sie haben mir eine neue Materie gegeben. Ich will's einsetzen. Ich glaube, die haben in der alten Version, hat der mal irgendwas gesagt von Mako oder so, ne? Die haben mir Mako gegeben, bin voll auf Hyper oder so, keine Ahnung. Naja, hier ist es halt Materia. Wie ein Kind. Wirst du uns über den Einsatz aufklären? Das ist kein normaler Einsatz. Gut. Warum sagst du das? Ich bin Soldier geworden, um zu sein wie du. Als ich endlich zur ersten Klasse befördert wurde, war der Krieg schon vorbei. Mein Traum, ein Held wie du zu werden, wurde durch das Kriegsende zunichte gemacht. Darum melde ich mich immer, wenn es einen Auftrag gibt, um mich selbst auf die Probe zu stellen. Sag, wie fühlst du dich, Herr Sephiroth?
Ich dachte, du wolltest den Zweck der Mission erfahren. Unsere Mission besteht darin, einen alten Makoreaktor zu untersuchen. Berichten zufolge gibt es eine Störung und schlimme Monster entstehen. Zunächst müssen wir die Kreatur loswerden. Dann werden wir die Ursache der Störung ermitteln und beseitigen. Na gut. Monster? Wo? Da. Im Makoreaktor bei Nibelheim. Nibelheim? Da komme ich her. Deine Heimatstadt? Ui. Uns ist gerade etwas Seltsames in den LKW gelaufen. Das muss das Monster sein. Ui. Ein riesengroßer Drache. Zack. Ja, können wir mit dem Finger drauf zeigen und wir können sogar angreifen. Und wenn nicht gleich gegrillt werden. Tja, und wir sehen schon Sephiroth Imber. Wir machen 14 Schaden, jawollo. Aber wir überleben den Kampf. Nice. Sehr selten übrigens, dass man diesen Kampf hier überlebt. Sephiroths Stärke ist unvorstellbar. Er ist in Wirklichkeit noch stärker als in jeder Geschichte, die ihr vielleicht über ihn gehört habt. Aber was hat das mit dir zu tun? Ich war fasziniert von der Art, wie Sephiroth kämpfte. Und dann erreichten wir Nibelheim. Wie fühlst du dich? Das ist das erste Mal seit langem, dass du in deiner Heimatstadt bist, oder? Also, wie fühlt es sich an? Keine Ahnung, ich habe keine Heimatstadt. Und was ist mit deinen Eltern? Meine Mutter ist Genova. Sie starb direkt nach meiner Geburt. Mein Vater? Ja, nee. Nicht der Rede wert. Was macht das schon? Also gut, lass uns gehen. Ja, mal die Fingerchen hier weg. Wir können mit allen nochmal reden, bevor es weitergeht. Psst! Wenn du weiter hier herumwanderst, bekommst du Schwierigkeiten. Okay. Und du? Es ist so langweilig, Wache zu halten. Sollen wir tun, was wir sonst auch immer tun? Das ist deine Arbeit, also sei ruhig. Also, pass auf. Gucken wir uns erstmal das hier an. Können die beiden Auswahlmöglichkeiten dann natürlich wieder angucken, ohne Konsequenzen. Sollen wir üben? Üben? Ach, du meinst meine Pose. Muss man als Soldier immer darauf Acht geben, was andere Leute denken? Wie ging's? So, klar. War es so? Gute Arbeit. Ich will wirklich nicht Soldier sein. Ich auch nicht. Okay, dann, wenn wir hier sind, die Antwortmöglichkeit geben, das ist deine Arbeit, also sei ruhig. Ich komme und spreche ab und zu mit dir. Bleib einfach. Okay. Nur mit Sephiroth nochmal sprechen. Hier stinkt's ganz schön nach Mako. Ja, mehr sagt er auch nicht. Dann gehen wir weiter. Unser Dörflein. Unser Heimatdörflein. Hey, Moment mal. Ja, Barrett? Ist das nicht... Der Name von Sephiroths Mutter... Ich erinnere mich an Genova, dieses verdammte kopflose Gespenst, das im Shinra-Gebäude lebt. Das stimmt. Barrett, würdest du uns bitte hören lassen, was Cloud zu sagen hat? Fragen kannst du hinterher stellen. Tifa, ich hab doch nur... Okay, Cloud, fahr fort. Die Freunde sind wieder vereint. Ich war wirklich überrascht von Tifa. In der Stadt ist es ruhig. Alle blieben wahrscheinlich aus Angst vor den Monstern im Haus. Nein, vielleicht haben sie Angst vor uns. Wir machen uns im Morgengrauen in Richtung Reaktor auf. Seht zu, dass ihr früh ins Bett kommt.
Wir brauchen nur eine Wache, sodass die anderen etwas ausruhen können. Komm, ich komme schon. Ja, ich halt Wache. Oh, und ihr könnt eure Familien und Freunde besuchen. Das ist aber nett. Ja. Mann, ich bin so nervös. Können wir fragen, warum? Bin ich aufgeregt? Warum? Hör mal, man weiß nie, wenn ein Monster auftaucht, oder? Können wir sagen, hier, auswählen, warum? Stimmt, verpasst deine Chance nicht, ein Held zu werden. Auf gar keinen Fall. Ja, bei diesem Typen hier. Ich hörte, dass Sephiroth kam. Ich habe mein Fotoapparat gezückt. Ich möchte ein Bild von Sephiroth und einem Monster. Jetzt haben wir die Auswahlmöglichkeit, entweder zu sagen, fotografiere mich oder geh ins Haus zurück. Es ist gefährlich. Wenn wir jetzt hier die zweite Antwort nehmen, verpassen wir quasi einmal diesen Textblock hier. Also, ne, wenn wir sagen, fotografiere mich. Ich mache doch keine Bilder von einem Niemand. Wenn wir jetzt allerdings das hier unten wählen, geh ins Haus zurück. Es ist gefährlich. Na gut. Schwachkopf. Hey, dieser Typ ist echt. Echt? Du, bist du Cloud? Oh, wirklich? So ist das also. Jetzt können wir nochmal darauf ansprechen. Dann ist nämlich, wenn wir jetzt sagen, fotografier mich, da sagt er nämlich was anderes. Ja, dann fotografier mich. Komm schon, Cloud. Ich mach ein Bild von dir und Sephiroth. Ja, und jetzt aber dann nochmal fragen. Mensch, Cloud, aus dir ist ein gut aussehender Junge geworden. Die Möglichkeit noch. Ist gefährlich. Geh ins Haus zurück. Ist schon gut. Idiot. Du Handlanger. Damit haben wir jetzt alle Textblöcke dann auch durch bei diesem Dude. Wir fangen mal an hier unten. Bei dem Haus. Wir können jetzt hier in jedes Haus einmal reinlaufen. Was sehr interessant ist. Kurz mal die Treppe hoch. Keiner da. Auch nichts zu finden. Gibt ja natürlich keine Schätze. Wir sind ja in einer Erinnerung, ne? Aber was mich jetzt so ein bisschen wundert ist, wenn wir jetzt diese Frau hier ansprechen. Oh, du gehörst zu Shinra. Willkommen. Oh, es tut mir leid. Du bist es, Cloud. Ich hab dich nicht erkannt. Kommen auf einmal Kinder angerannt. Wo waren die denn? Haben die sich im Schrank versteckt? Shinra! Shinra? Mein Gott. Soldier? Salza! Wirst du die Ungeheuer töten? Wirst du? Mein Mikrofon ist gerade runter, Moment. Nervig. Einfach abgestürzt. Ja, gehen die Kinder zurück. Cloud, du bist ein starker Mann. Ja, danke nett. Mit den Kindern hier können wir... ist ein bisschen schüchtern, der Junge. Aber mit dem Mädchen können wir reden. Er ist so toll. Er ist einfach toll. Das kann er dann sagen. Mhm. Ja, ich glaube... Mehr sagt sie auch nicht. Und der Junge auch nicht. Nun, das war's für hier. In diesem Häuschen gehen wir wieder raus. Uns ein bisschen Fame abgeholt bei den Bewohnern. Gehen wir mal in dieses Haus hier. Das ist das Haus von... Cloud? Bist du in mein Haus gegangen? Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit zu sagen, nö oder ja. Wenn wir nö sagen, glaube ich, kommen wir wieder direkt vors Haus. Aber natürlich waren wir hier drin. Ne, ist auch kein anderer Texte, die hier da irgendwie auftauchen. Ich dachte, du wärst zu Hause. Genau. Gehen wir weiter. Obwohl ich glaube, wenn wir jetzt hier Nein gesagt hätten, dann hätte sie gesagt, oder Cloud hätte dann gesagt, von wegen ich, du warst, glaube ich, nicht zu Hause. Ich war da, aber du warst nicht zu Hause oder so ähnlich. Ich glaube, da war doch ein Textblock. Verdammt. Aber ist egal. Hier gehen wir jetzt quasi einmal in ihr Zimmerchen. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit zu sagen, Cloud, bist du in mein Zimmer gegangen? Willst du hier Nein sagen? Kommen wir direkt vor die Tür, ne? Beziehungsweise wieder nach unten. So war das. Und wenn wir jetzt hier Ja sagen. Bist du in mein Zimmer gegangen? Natürlich. Ja, haben wir jetzt hier wieder die Möglichkeit oder eine Möglichkeit. Warum auch immer das schon wieder mit eingebaut wurde, hier. An diesem Schrank gibt es Teenie-Unterwäsche. Die wir allerdings nicht einsammeln. Cloud weiß, was er da macht. Cloud? Ist es die Wahrheit? War nur ein Witz. Oder war nur ein Witz, werd nicht sauer. Egal, was wir jetzt hier sagen, es kommt auf selbe hinaus. Wir nehmen nichts mit.
Und Tifa sagt auch das Gleiche hinten ran. Wenn wir jetzt, deswegen sagen, geben wir jetzt hier eine ethisch korrekte Antwort und zwar: War nur ein Witz. Werd nicht sauer. Cloud, wir sprechen hier über was sehr Wichtiges. Ja, ist ja gut. Kopf gekratzt. So, hier ist ein Klavier. Tifa sagt: Hast du auf meinem Klavier gespielt? Wir sagen: Nö, habe ich nicht. Passiert auch nichts. Wenn wir sagen: Ja, habe ich. Also, wie ging das nochmal? Ich erinnere mich nicht, dann hören wir natürlich wieder auf. Hab's vergessen. Nee, Quatsch. Hab's vergessen. Dann hören wir natürlich auf mich. Erinnere mich. Dann können wir hier auf dem Klavier spielen, indem wir ein paar Tasten drücken. Und ich drücke jetzt einfach mal ein paar Tasten und vielleicht erkennt ihr ja das Liedchen, was ich spiele. So in etwa. Das ist quasi, wenn wir jetzt hier einmal aufhören, sagt, ich glaube, ich weiß nicht, wer es sagt, ich habe diese Melodie schon mal gehört. Früher habe ich sie gut gespielt. Diese Melodie sollten wir uns merken. Kratzen uns einmal im Kopf. Diese Melodie hören wir allerdings auch nochmal, wenn wir sagen, dass wir nur ein bisschen auf dem Klavier gespielt hat. Cloud sagt, ich kann auch Noten lesen. Lass sehen. Genau, vergiss es. Do, re, mi, ti, la, do, re, mi, so, fa, do, re, do. Das sollten wir uns merken. Solltet ihr euch vielleicht einmal kurz notiert haben. Denn da kriegen wir dann später was ganz, ganz Tolles. Die Tastenkombination dafür wäre jetzt X, Viereck, Dreieck, L1 und Dreieck zusammen. L1 und Viereck zusammengedrückt. X, Viereck, Dreieck, L1 und X zusammengedrückt. Kreis, X, Viereck, X. Einmal zum Mitschreiben. Ich habe, ich glaube, irgendwie einen Berater zu Hause, der diese Tastenkombination falsch drinstehen hat. Und diese Tastenkombination ist halt wichtig für eine ganz, ganz, ganz tolle Sache später. Die quasi, ja, wonach ich meinen Kanal benannt habe. So, gehen wir raus hier. Klavier haben wir gespielt. Wichtige Informationen haben wir bekommen. Übrigens, noch gar nicht hergezeigt, wenn wir ins Menü gehen, na, guck mal, sehen wir einen sehr, sehr jungen Cloud auf Level 1. Und ich glaube, wir können auch gucken, was er ausgerüstet hat. Und zwar hat er... Halt, stopp. Zauber, glaube ich, gar nichts. Doch, er hat eine Materia drin. Und zwar hier den Präventivangriff. Sollten wir als Neuling auf jeden Fall immer haben. Einen Präventivangriff. Also, dass man also ne, immer zuerst angreift. Ja, das Bastardschwert, Eisenreif und Kraftarmband. Ist ganz witzig, dass man das hier angucken kann. Okay. Sephiroth können wir nachher die Werte auch noch angucken. Dazu dann, wenn es soweit ist. Okay. Weiter geht's in Cloud seinem Haus. Wenn wir hier reingehen, schüttelt er erstmal den Kopf. Das ist mein Haus. Es hat nichts mit den Ereignissen von vor 5 Jahren zu tun. Warte, ich will das hören! Ich auch, es ist schon so lange her. Oder? Erzähl uns mehr! Du hast deine Familie gesehen, oder? Ich möchte nicht darüber sprechen, könnten wir jetzt hier machen? Nun, ich kann dich nicht zwingen. Aber, wenn wir das jetzt dann nochmal hier reingehen, können wir natürlich die andere Auswahlmöglichkeit noch sehen. Und wir sagen, okay, ich weiß nicht, ob man es Familie nennen kann. Mein Vater starb, als ich noch klein war. Darum hat meine Mutter alleine in dem Haus gewohnt. Ja, ich habe meine Mutter gesehen. Meine Mutter war ein sehr lebensfroher Mensch. Sie hat sich überhaupt nicht verändert. Aber ein paar Tage später starb sie. Schon wieder aber? Aber als ich sie sah, schien alles in Ordnung. Tja, da ist Clouds Mutter. Ah! Ja? Cloud? Willkommen zu Hause, Cloud. Ach ja, wenn Mütter halt, ne? Hallo, Mama. Komm, lass dich anschauen.
Oh, ja. Toll siehst du aus. Du siehst wirklich gut aus. Ja, und von der Seite auch. Ist das eine Uniform von Soldier? Mama, ich... Mensch, bist du gewachsen. Ich wette, die Mädchen lassen dich nicht in Ruhe. Eigentlich nicht. Ich mach mir Sorgen um dich. In der Stadt gibt es viele Versuchungen. Mir wäre wohler, wenn du dich niederlassen würdest und eine nette Freundin hättest. Mach dir um mich keine Sorgen. Du solltest eine ältere Freundin haben, die sich um dich kümmert. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für dich. Bin nicht interessiert. Bist du auch richtig? Es geht mir gut. Die Firma kümmert sich um mich. Wirklich? Du kannst nicht kochen, oder? Ich habe mir wirklich Sorgen um dich gemacht. Cloud? Du weißt das, Cloud? Nicht wahr, Cloud? Ich werde immer deine Mutter sein. Ja, schöne Szene. Lass uns damit aufhören. Genau. Damit haben wir jetzt hier, glaube ich, alles durch. Wenn wir jetzt hier nochmal reingehen, dann... Hey, sonst erinnere ich mich an nichts mehr. Es gibt nichts weiter zu sagen. Das ist in Ordnung, Cloud. Genau, nur das zweite Mal versuchen einzugehen. Passiert halt das. Ja, dann haben wir hier noch dieses Häuschen. Wo wir, wenn wir reingehen... Willkommen! Hey, bist du nicht? Hä? War ich schon mal hier? Ich kann mich nicht erinnern. Jetzt gehst du mir aber auf die Nerven. Das ist doch egal. Mach schon weiter. So ein bisschen, ne? Warst du nicht? Bist du nicht? Hm? Bist du nicht? Bist du nicht wer? Wer anders? Gut, halt. Fast was vergessen. Und zwar, wenn wir jetzt hier oben, hier ist nämlich die sogenannte Shinra-Villa. Diese Villa. Nee, das kommt später. Da können wir jetzt noch nicht rein. Und wenn wir hier hochgehen, sagt Cloud auch, da vorne ist der Mount Nebel. Wenn wir auch Berg sagen können. Ich werde euch erzählen, wie es war, als ich in die Berge stieg. Aber noch nicht jetzt. Ja, und dieser Typ hier. Ha, bist du von Shinra? Ja, wer bist du? Natürlich. Pff, großspurige Rotznase. Ja, und dann können wir natürlich diese Auswahl hier nehmen. Ich wollte es jetzt eben schon herzeigen, da ich jetzt nicht wusste, ob das nun wirklich so war, wie es, ne, ob man diese Antwortmöglichkeiten auch sieht. Deswegen bekommt man es dann, beziehungsweise wenn wir diese Auswahl zuerst nehmen, kriegen wir diesen ersten Textblock nicht mehr, ne? Mit dem Ja, ich bin von Shinra. Ich bin in dieser Stadt der... Bist du nicht Cloud? Kennst du mich nicht? Du bist Tifas... Richtig, ich bin Tifas Vater. Sieht ziemlich jung aus. Ich möchte, dass du dich von meiner Tochter fernhältst. Ja, sehr gut. Wir brauchen Shinra nicht, um unsere Stadt zu schützen. Ja, sehr gut. Gut. Vor ihm sagen sollten, dass wir auf... Nee, machen wir nicht. Okay, jetzt haben wir es aber. Jetzt gehen wir hier in das Hotelchen. Und ich glaube, ich habe gerade beschlossen, dass wir den Flashback doch in zwei Teile machen. Ja, das wird durch zu lang. Sonst. Okay, hier vorne am Counter steht erstmal so ein älterer Herr, der so ein bisschen aussieht wie einen Typen, den wir vielleicht später noch sehen. Naja. Also, wie kann ich dir helfen? Wo ist Sephiroth? Ich möchte ein Zimmer. Klär mich über die Lage der Stadt auf. Wo ist Sephiroth? Ja, er ist oben. Ich möchte ein Zimmer. Das geht klar. Es ist alles für Shinra-Leute reserviert. Aber wäre es dir nicht angenehmer, zu Hause zu sein? Anscheinend nicht. So, klär mich über die Lage der Stadt auf. Zur Lage in der Stadt? Im letzten Jahr sind viele Monster aufgetaucht. Ansonsten hat sich nicht viel verändert. In einer kleinen Stadt passiert nicht viel. Es war noch, als sie den Reaktor bauten.
als er im Bau war. Aber als er fertig war, ging es bergab. Innerhalb weniger Jahre gingen alle Bäume ein. Wer weiß, ob der Reaktor gut oder schlecht war. Hinterher ist es einfacher zu kritisieren. Was kann man noch ändern? Auf jeden Fall müssen wir die Monster loswerden. Dann können wir aufatmen. Brr, viel zu erzählen. Und wenn wir jetzt hier das nochmal wählen würden, sagt er, es ist immer noch die alte Geschichte, die ich schon oft erzählt habe. Willst du sie noch einmal hören? Wir sagen hier ja, sie noch einmal, erzähl sie noch einmal oder nein, ist schon okay. Es ist egal, was wir sagen, wenn wir auch sagen, ja, erzähl sie nochmal, erzählt ihr gar nichts. Er macht einfach nichts. Ich weiß nicht, ob da so ein Textbalken fehlt, keine Ahnung. Hier ist einer, den, ja, auch ein Typ, der sehr bekannt ist, in Häkchen. Ist Shenra hier, um die Monster loszuwerden? Und wer bist du? Ich heiße Zangarn. Ich reise um die Welt und unterrichte Kinder im Kampfsportarten. Hüpf. Ich habe 128 Schüler in der ganzen Welt. In dieser Stadt habe ich eine Schülerin namens Tifa. Hä? Hast du Tifa gesagt? Meine Fresse. Tifa ist begabt. Sie wird einmal eine gute Kämpferin werden. Hüpf. Ja, so viel dazu. Ich möchte ein paar Shinra-Techniken sehen. Und falls du irgendwas Nützliches siehst, kannst du vielleicht einige meiner Techniken anwenden. Also, viel Glück. Ja, auch wieder so ein ganz kleiner Hinweis auf ein späteres Objekt für Tifa. So, hier in diesem Raum können wir auch nicht viel machen. Die Treppe hoch. Ding, ding, ding. Da steht Sephiroth. Hier ist unser Schlafgemach. Sprechen wir ihn an. Was schaust du so? Diese Gegend. Ich habe das Gefühl, als würde ich diesen Ort kennen. Genau. Wir müssen morgen früh aufstehen. Du solltest bald schlafen gehen. Es ist noch früh. Ja, lass uns schlafen gehen. Guck mal, es ist noch früh? Ich werde dich morgen nicht wecken. Ja, schon wieder fast vorbeigelaufen. Mit ihm nochmal sprechen. Wir haben ein Bett. Zu wenig. So ein Mist. Ja, schlaf doch einfach hier da auf dem Stuhl. Sehr viel Rot. Müssen morgen früh aufstehen, soll schlafen gehen. Und das machen wir jetzt natürlich auch. Ja, lass uns schlafen gehen. Ich habe eine Leiterin zum Makoreaktor engagiert. Ich hörte, sie ist noch jung. Ich hoffe, wir können uns auf sie verlassen. Ja. Da geht's los. So, langsam. Kratz am Kopf. Ja, jetzt haben wir hier die Möglichkeit. Na, in die Villa können wir immer noch nicht rein, denn Sifu sagt, hey, bleib hier! Ihr habt nichts gemacht. Wenn wir hier runterlaufen, ich glaube, können wir nochmal in unser Haus? Ja, wir können sogar da nochmal rein. Aber passiert dasselbe. Wie sonst auch, ne? Also man kann hier in diesen Erinnerungen sehr viel rumfuschen. Was ganz lustig ist. Okay. Mit dem Dude sprechen wir nochmal. Glaubst du, die lassen mich ein Foto machen? Weiß nicht. Hier ist Tifas Vater. Hätte ich das gewusst, hätte ich das Bergsteigen verboten. Redet er noch mehr? Nee. Ja, und die beiden Dudes, können wir auch noch sprechen. Wieder zu spät. Entschuldigung. Ich war so nervös, ich hab keine Augen zugetan. Ja, zum Schluss reden wir mit Sephiroth. Sobald die Leiterin da ist, machen wir uns auf den Weg. Hör zu, Sephiroth. Falls etwas passiert... Vertrau mir. Es wird schon gut gehen, Papa. Ich habe zwei Soldiers als Leibwächter. Ich heiße Tifa. Nett, dich kennenzulernen. Tifa, bist du die Leiterin? Stimmt. Ich bin zufällig die beste Leiterin der Stadt. Des Dorfes. Stadt? Kann man das schon Stadt nennen? Weiß ich nicht. Es ist zu gefährlich. Ich lass mich in sowas nicht reinziehen. Kein Problem, wenn du sie beschützt. Lass uns gehen. Sephiroth, darf ich ein Erinnerungsfoto machen? Tifa, kannst du auch für mich fragen? Ja, komm.
Los, stellen wir uns alle hin. Mal ein schickes Foto. Na gut. Bitte lächeln. Prima, danke schön. Jeder bekommt einen Abzug, sobald er es entwickelt ist. Am Mount Nebel wurde ein Makoreaktor gebaut. Die kalte Bergluft von Nebel war die gleiche. Ja, war die gleiche. Punkt. Nun, ja, sind wir hier auf einer Brücke mit unserer Führerin. Ab hier wird's schwer, mir nach. Sie rennt vor. Ich will zurück. Los, Beeilung. Okay, laufen wir weiter. Doch, auf halber Strecke passiert's. Oh, die Brücke. Tick. Die Seile reißen. Und wir fallen. Tja, da liegen wir nun. Tot? Nein, natürlich nicht. Jetzt könnten wir die Geschichte nicht erzählen, Mensch. Ja. Sephiroth geht da so mit seinem Pollarm lang. Es scheint keinem was passiert zu sein. Ist der Rückweg jetzt versperrt? Die Höhlen sind miteinander verbunden wie Gänge im Ameisenhaufen. Und Sephiroth, da scheint jemand zu fehlen. Es klingt hart, aber wir haben keine Zeit zum Suchen. Wir können nicht zurück. Weiter. Ab jetzt gehen wir gemeinsam. Ja. Lassen wir einfach mal einen zurück. Warum auch nicht? Ja, wenn wir schon mal hier sind, beziehungsweise jetzt mit Sephiroth in einem Team sind, Tifa ist irgendwie nur die Führerin, die geht voraus, sie ist hier nicht mit aufgeführt, können wir uns tatsächlich mal Sephiroths Ausrüstung angucken. Ja, wir sehen hier jetzt eine Masamune an, ein Goldarmband und einen Kraftring. Kriegen wir auch alles noch, außer das Masamune. Materie können wir auch noch reinschauen. Er hat hier irgendwie Wiederbeleben, alles auf Master sehen wir schon. Genesung, Beben oder Erde, Hitze, alles auf der maximalen Stufe. Und seine Werte können wir uns natürlich auch noch angucken. Hier Angriffskraft in Prozent 255 natürlich, aber nur 177 Angriff, ja. Er ist auch gerade mal erst Level 50 vor 5 Jahren gewesen. Hey, Limits können wir nicht angucken, hat er nicht. Ja. Fand ich ganz interessant, dass man das auch mal tun kann. Okay. Ja, wie die Gänge in einem Ameisenhaufen. Ziemlich linear geht's hier auch zur Sache. Die ganzen anderen Gänge. Wir kommen ja irgendwann nochmal hierher, deswegen. Wir haben uns das schon mal vorkennengelernt hier, der Ort. Was ist das? Eine geheimnisvoll leuchtende Höhle. Es muss die Makroenergie sein. Dieser Berg hat besonders viel davon. Deshalb wurde hier der Makroreaktor gebaut. Genau, Finger wieder weg. Dann gehen hier oben lang. Hier kann es passieren, dass wir in Zufallskämpfe geraten. Aber Gott sei Dank haben wir ja unseren Sephiroth dabei. Die Viecher heißen hier Doppelhirn und Kiu. Wildunz, keine Ahnung. Aber Sephiroth packt einfach mal einen geilen Zauber aus und beendet den Kampf. Kein Erfahrungspunkt, natürlich. Wäre natürlich schön, wäre glaube ich Claudia schon Level 10 geworden. Auf einen Streich. Bisschen schade eigentlich. Ja, wie gesagt, es waren neue Gegner. Die lernen wir aber auch noch kennen im Laufe des Spiels, deswegen sind sie jetzt auch nicht aufgeführt, da wir sie ja jetzt so gesehen nicht besiegt haben, sondern wer anders für uns. Und was ist das? Ein Makobrunnen. Es ist ein Wunder der Natur. Er ist so schön. Der Makobrunnen. Mhm. Wenn der Makoreaktor weiter die Energie aufsaugt, dann trocknet dieser Brunnen auch aus. Ja, da leuchtet's aber schön. Materia. Wenn man Makroenergie kondensiert,
Dann entsteht Materia. Man sieht Materia nur selten in ihrem natürlichen Zustand. Übrigens, warum kann man, wenn man Materia benutzt, auch Zauberkräfte verwenden? Du warst Soldier und weißt nicht einmal das? Das Wissen und die Weisheit des alten Volkes ist in der Materia enthalten. Wer dieses Wissen besitzt, kann frei über die Kräfte des Landes und des Planeten verfügen. Das Wissen hat eine Wechselwirkung zwischen uns und dem Planeten und beschwört Zauberkräfte herauf. Zumindest wird es behauptet. Zauberkräfte? Ein Geheimnis, eine geheimnisvolle Kraft? Tiefer. Habe ich was Witziges gesagt? Ein Mann sagte mir einmal, ich solle nie einen unwissenschaftlichen Begriff wie geheimnisvolle Kraft benutzen. Es sollte nicht einmal Zauberkraft genannt werden. Ich weiß heute noch, wie wütend er war. Wer war das? Hojo von Shinra Inc. Ein unerfahrener Mann, der die Arbeit eines berühmten Wissenschaftlers übernehmen sollte. Er war voller Komplexe. Ein Makobrunnen. Das ist also das Wissen des alten Volks. Na, weiter geht's. Wir marschieren, wir marschieren. Jo. Wir sind angekommen am Makoreaktor und das Lustige ist, da oben ist eine Tür, aber da kommen wir wirklich nicht hin und geht auch nicht weiter. Ne? Stell dir vor, verschlossene Tür gibt es natürlich eventuell auch nochmal einen Zwischenkampf, wenn wir irgendwie so ein bisschen rumrennen. Können wir ja nochmal machen. Nochmal die Stärke von Sephiroth sehen. Mal gucken, wie die heißen. Doppelhirn und Schallgeschwindigkeit. Aha. Und wir sind schon wieder Blitz 3. Ist langweilig. Dachte, er zeigt nochmal irgendeinen anderen krassen Zauber, aber nö. Immerhin haben wir alle Kämpfe überlebt, das kommt auch selten vor. Nun gut. Wir versuchen die Treppe hochzugeben und eine weitere Szenerie erscheint. Endlich haben wir es geschafft, aber wir haben es ganz schön umständlich gemacht. Tifa, warte hier. Ich gehe auch rein, ich will es sehen. Mm-mm. Nur autorisierte Leute dürfen rein. Hier lagern die Firmengeheimnisse von Shinra. Aber... Pass auf die Lady auf. Ja. Stopp, junge Frau. Nee. Ah, Mann! Tifa ist erbost. Dann pass lieber gut auf mich auf. Sehr gut. Ja, und wir sind hier. Im Reaktor von Nibel. Kreuzgang soll das wahrscheinlich heißen. Kreuzg. Sehr schön. Ja. Wieder alles ziemlich linear. Wir rennen hier rüber. Die Kette geht's hinunter. Sephiroth geht schon vor. La, la, la. Und wer Crisis Core gespielt hat, der sollte diese Szenerie hier auch sehr gut kennen. Hier stehen aber komische Sachen. Und da oben. Steht Genova dran. Was ist hier los? Das ist Genova. Oder das Schloss geht nicht auf. Tja, gehen wir halt wieder, ne? Deshalb die Funktionsstörung. Dieses Teil ist kaputt. Cloud, schließ das Ventil. Ist er sich zu fein dafür, das selbst zu tun? Oder what? Ist das Ventil zu? Nee, aber jetzt. Zack. Zugeschlossen, mein Herr. Warum ist es kaputt gegangen? Aha. Tja. Jetzt verstehe ich. Hojo. Aber selbst wenn du das machst, erreichst du nie die gleiche Ebene wie Professor Gass. Das System kondensiert und gefriert die Makroenergie, wenn es funktioniert. Was wird aus der Makroenergie, wenn sie so kondensiert wird?
Oh ja, sie wird zu Materia. Ja, normalerweise. Aber Hojo hat was anderes da reingetan. Schau mal. Schau durchs Fenster. Was zum Geier? Was ist das? Soldiers werden mit Marco übergossen. Ihr seid anders, aber immer noch menschlich. Aber was sind sie? Sie wurden viel mehr Marco ausgesetzt als ihr. Das, ist das eine Art Monster? Genau, und Hojo von Shinra hat dieses Monster gemacht. Mutierte, lebendige Organismen, mit Marco-Energie produziert. Das sind diese Monster, wirklich. Normales Soldier? Heißt das, du bist anders? Sephiroth? Nein. Wurde ich? Ja. Wurde ich auch so gemacht? Bin ich so wie all diese Monster? Sephiroth! Du hast doch gesehen, sie waren alle Menschen. Menschen? Unmöglich. Seit ich klein war, habe ich immer gedacht, dass ich anders als die anderen bin. Irgendwie besonders. Aber nicht so. Schon etwas crazy. Bin ich ein Mensch? Ich habe damals nicht verstanden, was Sephiroth meinte. Ich war fassungslos, dass Shinra Ungeheuer produziert. Verdammte Shinra! Je mehr ich darüber höre, desto mehr hasse ich sie. Wer hätte gedacht, dass der Marco-Reaktor ein solches Geheimnis bergen würde? Das würde erklären, warum es in letzter Zeit so viele Ungeheuer gibt. Ich glaube, wir sollten Cloud genau zuhören. Findest du nicht auch, Barrett? Barrett. Warum sprichst du mich an? Spiel speichern und rasten. Sprich weiter. Ich glaube, 50 Minuten in der Folge. Wir machen mal hier echt einen Cut. Ich hab echt nicht gedacht, dass das so lange wird. Natürlich durch das Ganze vorgelesen, was ich immer mache. Deswegen, beenden wir das ganze Gedöns jetzt mal an dieser Stelle. Hab vielleicht irgendwie erzählt, dass es vielleicht noch einen Schatz gibt am Anfang, aber dann gibt es diese Folge wirklich gar nichts, sondern nur rein die Story. Ja? Und wir beziehungsweise sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge, wenn wir hier den zweiten Teil des Flashbacks uns angucken werden. Ja? Würde mich freuen, wenn du auch wieder mit dabei sein würdest. Hier beim Final 700% Läufchen. Hab erstmal wieder einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Nacht, wann du das auch siehst. Lass dein Essen schmecken. Würde mich freuen, wenn du Daumen nach oben geben würdest. Social Media natürlich abchecken. Bei Interesse. Abonnieren, wenn du neu mit dabei bist. Und natürlich die Glocke anmachen. Da verpasst ihr auch kein Content mehr von mir. Also, mach's erstmal wieder gut. Bis zum zweiten Teil unseres Rückblicks. Dicken Dank fürs dabei gewesen sein und tschüss!